Jetzt eine Uncut-Runde für YouTube. Das wäre eine gute Idee, Rainer. Da müssen wir das Intro aber zu dritt jetzt einsprechen. Hi und herzlich willkommen. Könnt ihr das? Ich sag Hi und du sagst und herzlich und Sonja sagt willkommen. Okay. Kriegen wir Ja. Sinn? Hi! Und herzlich willkommen. Nein, du bist Entschuldigung. falsch! Du bist falsch! Kriegen wir das hin? Ja, klar! Okay, nochmal. Entschuldigung. Nochmal. Und herzlich. Machst du das? Hast du das falsch gemacht? Was? Das war. Das, was? Da kam nur ein kleines Mäuschen, ich habe nichts gehört. Ja, nochmal bitte. Ich kann ja jetzt. Hi! Und herzlich. Es kam nicht rüber, egal. Okay, pass auf. Es gibt kein Intro diesmal. Jetzt kriegt ihr ein Live-Intro. Und zwar ist das die allerletzte Runde, die wir jetzt im Stream spielen. Ich streame jetzt schon seit 9 Stunden, genau 9 Stunden, wie lustig. Und ich habe keine Zeit mehr, ein Video zu schneiden, deswegen gibt das jetzt eine One-Cut-Runde. Sagt man das so? Eine No-Cut-Runde. Ich brech weg. Und wir hatten uns eigentlich vorgenommen, hi und herzlich willkommen, so aufzusagen, wie ihr es als letztes gehört habt. Und Sonja sagt, kein Problem. Und Axel sagt, ja, kriegen wir hin. Scheiß kriegen wir hin. Was machen wir hier eigentlich? Ja, Jawohl. einer kann Ich von bin euch nicht mehr. unsichtbar. Ja. Nein, nein. Ich musste eben so lachen, dass mir der Nacken wehtut. Ich glaube, ich verrenkt oder so beim Lachen. Oh, ich hab vergessen, Aufnahme zu drücken. Komm mal, Fummelbuddy. Sensationell. Dankeschön. Ulti Brother, Dankeschön für dein Follow. Stimmt, der Kommentar für den Algorithmus fehlt. Und ein Like wäre sensationell. Gut, dass ich den Fummelbuddy habe. Und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Richtig, auch vergessen. Hatte Julia, danke schön für nochmal 1049 Bits. Vielen, 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 vielen Dank. Oh nein, wie big. Lord of Malm, hi. Wird das ein 24-Stunden-Stream oder was? Ich bin jetzt schon am Arsch. Also ohne Scheiß, vom Lachen tut mir der Nacken weh. Das ist ganz komisch. Weißt du, nach müde kommt blöd. Ja, ich bin gar nicht müde. Ja, aber kaputt, ja. Ja. Ich muss immer mal wieder die Beine bewegen. Ich habe sonst Angst, dass ich eine Thrombose bekomme oder sowas. Weil so lange am Stück saß ich noch nie am Rechner. Naja, ich sitze jetzt fast seit 9 Stunden im Schneidersitz. Ach du Scheiße, da kommst du nie wieder raus, Sonja. Wahrscheinlich. Schuss auf mich! Nein! Ganz oben. Ganz oben! Ganz oben. Heilige Makrele! Das hilft. Was? Ich muss los.
Wieder Hit? Ja, ich bin noch irgendwo... Lost. Lost. Ist er immer noch ganz oben? Weiß ich nicht, hat die Lampe da mal angezündet. Wo war er? Jetzt nicht mehr. Der ist da, glaube ich, nicht immer oben. Bei Brandon und Half-Glas. Aimst du da mal ab, dann kann ich Axel leben. Ja, ich weiß nicht, was. Ich sehe ihn. Wo? Da! Daniel! Oh mein Gott, hast du mir erschrocken! Der ist ja immer noch auf dem Gelände. Mann, ich treff den nicht! Also ist crappy. Hier gibt's keine Muni. Ich muss einmal zum Wagen. Ich hab. Ja, mach mal. War der doch immer noch da oben? Der ist immer noch da oben! Oder wieder? Ich treff. Nix, ne? Oh Gott! Aus Heritage. Axel, das ist ein Problem. Jo. Ich laufe mal außen rum. Ich höre hier schon, ich höre hier schon. Bei mir? Ja, bei mir auch. Ja, genau, machen die von hinten. Jetzt hab ich dich, du Affe. Bist du tot? Ach komm schon. Oh Mann, die. Also ich hab. Ich leider einen Muni-Knappheit. Nein! Habt ihr nicht gesehen? Ich dachte, er läuft weiter und er bleibt stehen. Ich laufe jetzt hinten rum und versuche es zu holen. Muss auch was, ich meine, da habe ich was gehört, rechts irgendwo, ne? Ja, ja. Im weißen Haus. Hm, da schießt. Schuss auf mich. Oh Mama. Nein. Mach das ganz toll. Ist noch ein Wagen in der Nähe außer denen? Nee, ne? Doch. Ah, egal, ich komme jetzt zu euch. Hinter dir, ne? Also auch kann das sein, dass der da sitzt, der Axel erschossen hat. Glaube ich nicht. Der Grandoffizier.
Danke. Ich bin ziemlich low, dass ich lange gebrannt habe. Ich gucke, ob ich mal Koko finde, ja? Ja. Ihr zwei könnt ja gucken, was ihr da reißt. Die ballern da immer noch. Oh nein. Oh, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt. Ja, nur bei Starkregen. Hat gewechselt. Ja, die haben uns jetzt gesehen. Ich hab noch 100 Leben. Moment mal, ich sah so aus, als wenn hier vorne jemand gewesen ist. Die kämpfen da immer noch. Ich gehe ran, Axel. Ich komm mit. 100 Leben, bestes Leben. Hier oben. Schuss auf mich. Hier ist einer mit Armbrust. Ich muss mal weg. Hab einen hier draußen. Kommt noch einer. Hab ich auch. Nice. Ich hab auch einen. Hier draußen ist irgendwo einer. Im Gebäude noch, glaube ich, ne? Oben, über mir. Ja, ich gehe die Leiter hoch. Ich gehe nicht die Leiter hoch. Deine? Ja. Das sind zwei. Der hat Hit und überlebt. Okay, ist verblutet. Noch einer oben. Einer, ja. Er hat einen gehoben. Das ist Daniel. Der war schon mal tot. Der ist raus. Er hat einen Hit, der lebt noch. Das gibt's nicht. Das gibt's. Ich krieg ihn nicht. Oh, Mama. Dass der das überlebt hat. Clear. Oh. Alter, stark, Axel. Könnt ihr das überleben? Ich wollte Bounty schön nicht nehmen, damit die nicht sehen, wo ich bin. Aber eigentlich war es dumm. Hätte es nehmen müssen. Hat jemand Geier? Ja, ich. Sonja, hast du Geier? Ich gehe später dann looten. Du hast Geier? Ja. Aus Sinn. Oh, der hat eine Uppercut. Limit. Oh, ich weiß es nicht. Wenn noch ein Team kommt. Hier oben liegen schon mal drei. Draußen liegen zwei. Also zwei Teams sind auf jeden Fall hier. Pass auf, am Ende sitzt der andere noch oben. Naja. Ich krieg halt nur Stacheldraht und Gift die ganze Zeit. Hier liegt auch noch einer. Den habe ich ja schon, dem habe ich in den Rücken geschossen. Sensationell in den Rücken geschossen. Nach oben laufen, okay. Hat er verdient, würde ich sagen. Oh, oder? Also jetzt hier draußen liegen noch zwei. Ja, ah, hier liegt noch einer. Ach, guck mal, das ist doch alle Teams. Den kann ich nicht mehr. Oh, dann loote ich. Hier vorne liegt auch noch einer. Vor dem Ausgang. Ja, dann sind es alle Teams, glaube ich. Dann nehme ich die Uppercut jetzt. Ja, hier liegt er. Das ist doch eine sensationelle YouTube-Runde. Die ging viel zu schnell, aber ist egal. Es ist eine sensationelle YouTube-Runde. Das Problem ist, ich muss dann doch schneiden, weil alles, was jetzt kommt, ist nicht so spannend. Was wollte ich denn jetzt hier oben? Die Uppercut. Bin schon auf das Uncut-Outro gespannt. Ja, da müssen wir analysieren. Das muss hier... wieso wollte ich jetzt Lars sagen? Das muss Axel und Sonja machen dann. Hier sind noch zwei. Wir analysieren dann gemeinsam. Wir kommen jetzt, Sonja. Hier ist noch eine Munibox von mir. Ach, guck mal, hier sind alle Teams. Hier liegt auch noch einer. Das machen wir morgen genauso. Morgen streame ich ja auch so lange. Und dann machen wir auch die letzte Runde als Uncut.
Also dem hat es da oben im Turm gut gefallen, muss ich sagen. Das, ja. Der ist da nicht rausgekommen. Der hat ja auch gut gekillt, ja. Ja, oh, Sonja hat den Boss gefunden. Und Steffi, yeah. Und Schatten. Ich bin jetzt erst dabei und freue mich schon auf morgen, die Runde zu sehen. Klasse, dann das freut mich. Noch. Ja, danke schön. Morgen, jeden Tag 9.30 Uhr auf YouTube kommt eine Runde. Jeden Tag. Sensationell, Sonja. Ja. Von ihr alleine würde ich den, glaube ich, gar nicht schaffen. Ich würde gefressen werden. Ich habe einen Drop bekommen. Ich würde auch gefressen werden, Axel. Aber sowas von. Pulsarinho. Ich kann es nicht aussprechen. Plusarinho. Oh, sorry. Ist schon spät. Vielen, vielen, vielen Dank für dein Follow, mein Lieber. Hat 35k... ja. Trag dich sofort ein. Am Samstag lose ich übrigens das Giveaway aus, das T-Shirt. Mal wieder. Ich habe ja letzten Monat schon eins ausgelost und diesen Monat gibt es wieder eins zu gewinnen. Nimmst du gleich die Bounty, dann kann ich Sonja zeigen, wo die alle liegen. Ja. Die Kasse liegt hier vorm Wagen, Sonja. Ja, ja, gleich. Du stehst drauf. Grundlose Kunst. Bin krank und jämmerig. Oh nein, was hast du denn? Gute Besserung. Muss man bei der Erziehung da sein? Nee, musst du nicht. Du kannst mal Ausrufezeichen Giveaway eingeben. Da steht dann immer der letzte Gewinner. Darf ich was fragen, wo war denn der Boss? Ach, ich hab ihn. Fette Erkältung. Oh nein. Nase, Ohren dicht. Scheiße. Gute Besserung. Fühl dich gedrückt. Da, guck mal. Der letzte Gewinner war Dimfist und Shibutsu. Und Shibutsu hat sich noch nicht gemeldet bei mir. Der hat jetzt mit der nächsten Ziehung dann Pech gehabt. Da gab es sogar zwei Gewinner. Die habe ich alle. Die habe ich auch schon. Wieso laufe ich eigentlich zurück? Ich muss ja zu Pearl, ne? Ich muss die Runde aber so oder so schneiden, weil... Ich muss ja Axels Kills noch mit reinmachen. Was wären das für eine Runde, wenn man Axels Kills nicht sehen würde? Nicht schlimm. Das stimmt. Ja, mehr waren das nicht. Eine Liebe. Mehr waren das nicht. Alter, das waren ja 400 Leute, die da zu looten waren. Ja. Also, die auch zu töten waren. Wenn die da nochmal 6 machen können. Lariva, hi! Ne, Lariv! Sorry! Da steht frech, wieso frech? Aber Ankert und das erste Ankert. Ja, ich lasse es an. Ja, stimmt, ich müsste eigentlich echt Ankert lassen. Axel, ich will deine Kills gar nicht. Okay. Kannst du behalten, die Scheiße. Aber ich bin frech, weil ich das gesagt habe. Und du sagst, die Scheiße kann er behalten. Schade, dass ich den Anfang nicht dran habe, wo ihr sagt, das ist ja easy mit dem Intro. Ich habe das nicht verkackt. Nee, Axel hat es verkackt. Zum zweiten Mal. Hallo? Nee, ich hab's gesagt, das kann nur nicht richtig raus. Wir müssen auch Zeit geben, die erstmal auslachen zu können, zu beruhigen. Warte mal, ich höre noch einen dicken, oder? Nee.
Also ich möchte nichts beschreien, aber die Nitro-Runden sind eigentlich ganz geil immer. Wenn ihr die habt, wette ich doch nicht mehr gegen euch. Gelle? Ah, doch, doch. Für euch Zuschauer, ich wette auf jeden Fall gegen sie. Ja, aber das ist dann halt nicht in diesem Runde. Ja hochwert für mich. Stimmt, ja. Ich bin gar nicht blind. Axel hat nämlich... Axel hat das letzte Mal, als wir als eine, wie sagt man nochmal dazu? Nicht Umfrage. Eine Abstimmung war, ja. Hat er gegen uns gewettet, da hatten wir Nitros dabei und dann haben wir die Runde grandios gewuppt und Axel hat einen Haufen Kohle verloren. Nee, das war nicht viel. Okay, er hat nicht so viel verloren. Nitro statt Afto. Afto statt Nitro. Ja, aber da bin ich ja auch ein Spaziergang. Wenn wir drei mit Afto. Ja. Ist auch keine Herausforderung. Ja, abwarten. Und bitte okay. Schon bunt im Gesicht. Axel, wie kannst du nur zweifeln? Direkt Karma-Schelle. Ist so. So, pass auf. Wir müssen jetzt noch ein Outro machen. Fakt mal an zu analysieren, ihr zwei. Ist doch dein Video. Nee. Ich kann nicht viel analysieren. Ich war mit Kroki beschäftigt. Ja, berichte doch mal von dem Kampf mit Kroko. War ja. Sensationell. Er hat mich nicht einmal erwischt. Echt nicht? Wie hast du es gemacht? Bist du nach links und rechts gemoved? Ich hab doch das. Ich bin fast tot, Kreuz. Nee, das war vom Zombie. Also. Ach so, Zombie ach, der Kroko. Also es war eine sensationelle Runde. Das, was uns zugute kam, ist. Also ich sag's nicht gerne, aber was uns zugute kam, ist, dass ihr gestorben seid. Weil da bin ich rumgemoved und konnte euch holen und Axel und ich konnten dann von hinten angreifen. Wenn das nicht gewesen wäre, ja, Axel und ich, wir wissen, wie man's macht. Wäre ich vielleicht in den Tod gerannt. Sensationell. Sirius, dankeschön für dein Follow. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, alles in allem eine echt gelungen. Oh, wir haben 7 Kills. Wann ist das denn passiert? War ich dabei? Axel, ich glaube, ich brauche deine Kills doch. Hast du gespeichert? Ja, ich glaube schon. Er glaubt. Ich muss schneiden. Ich muss Axels Kills. Ich lasse sie so, wie es ist, nur ich schneide Axels Kills noch rein. Eieiei, was ein Tag. Jetzt habe ich... Rainer, dankeschön für 1049 Witz nochmal. Ihr seid verrückt. Das läppert sich echt extrem. Ich bedanke mich schon mal für den Stream und wünsche eine gute Nacht. Dankeschön, lieber Spirit. Wie lange habe ich denn jetzt gestreamt? 9 Stunden 23. Bedanke mich fürs Zugucken. Ihr seid großartig. Ihr könnt morgen ab 14 Uhr einfach weiter sammeln bei mir, wenn ihr Bock habt. Ihr könnt aber auch so einfach einschalten. Würde mich auch freuen. Morgen das YouTube-Video wie gewohnt 9.30 Uhr. Ich bin einfach nur durch, bin total kaputt. Bedanke mich bei Sonja und Axel. Wisst ihr, was das Lustige ist? Um 23.45 Uhr kommt Daniel wieder. Ja. Eigentlich müssen wir weiterspielen jetzt. Ja, mir soll es nicht liegen. Nee, an mir liegt es. Also ich bin fertig. Ich habe auch keine Konzentration mehr. Die hat mir alles abverlangt, die letzte Runde jetzt. Habt eine ganz, ganz tolle Nacht. Habt einen guten Abend, wollte ich sagen. Aber wir haben ja schon echt spät. Morgen pünktlich um 14 Uhr geht's weiter. Und morgen auch wieder so lange. Wisst ihr Bescheid?